Hallo und willkommen zurück bei Elite Dangerous Folge 2. In der ersten Folge haben wir einiges schon erreicht. So viel, womit ich gar nicht gerechnet hätte, zumindest geldmäßig, kam da viel, viel mehr bei rum. Und ich bin ehrlich, ich habe noch nicht in die erste Folge reingeschaut, beziehungsweise auf YouTube. Die ist mittlerweile raus, seit, na, noch nicht ganz, knapp einem Tag jetzt ungefähr. Aber so ein bisschen Überwindung kostet es mich dann doch, da mal nachzuschauen, wie da so die Stimmung ist. Ich weiß weder, wie viel sich das jetzt so angeschaut haben, noch die Kommentare oder wie es überhaupt angekommen ist, keine Ahnung. Aber das mache ich dann spätestens nach dieser Folge, zumindest nach der Aufnahme. Rauskommen wird die hier wahrscheinlich am Mittwoch, gehe ich von aus. So, und wir lassen uns jetzt hier nicht allzu viel Zeit. Wir starten dann auch direkt. Da hinten sitzen wir. Ich habe uns da mal ein schönes Plätzchen ergattert. Sieht ein bisschen aus wie auf der Wartebank oder auf der Auswechselbank für Piloten, kann natürlich auch sein. Das ist immer, wenn irgendwo anders ein Pilot den Auftrag versemmelt, der nächste nachrückt und sich versuchen darf. So, ich schalte mal in uns rein. So, eine Sache, die ich glaube ich erstmal ändern würde, die mir selber aufgefallen ist, ist, wenn ich hier, ich mache es jetzt erstmal altmodisch in Anführungsstrichen, wenn ich auf der Station rumlaufe und das ganz normal mit Maus und Tastatur bediene, ist, glaube ich, die Sicht für euch, beziehungsweise zum Zuschauen, wenn ich mit der Maus natürlich die Sicht bewege, könnte das unter Umständen manchmal ein bisschen hektisch sein. Mir persönlich, wenn ich das spiele, ist das nicht so schlimm. Aber ich habe es danach gesehen, als ich mal die Folge so ein bisschen durchgescrollt hatte, nach dem Schnitt oder beim Schnitt, dachte ich, ja, das könnte ein bisschen unangenehm für den einen oder anderen sein, deswegen werde ich einfach aufs Gamepad switchen und da ist die Steuerung ein bisschen eleganter, ein bisschen ruhiger, nicht so hektisch, ist nicht ganz so schnell, aber brauche ich ja hier auch überhaupt nicht und vor allem kann ich dann auch mit dem Laufen, es gibt zwar auch mit Maus und Tastatur, das ist einmal das langsame Laufen, also das normale Standardgehen und das normale Laufen und dann gibt es ja noch den Sprint, aber mit dem Gamepad kann ich das ganz individueller nochmal gestalten. Sollte, denke ich, ein bisschen entspannter sein für uns alle. Ihr hört es wahrscheinlich, ich bin immer noch ein bisschen erkältet. Ich hoffe, das gibt sich dann auch den Rest die nächsten Tage. Was darf es denn heute sein? Und wir schauen hier direkt mal bei ihr rein, ob es neue Bestände gibt. Wir hatten ja den Dominator-Anzug dann doch noch gekauft, den Maverick-Anzug, Waffen und so weiter und so fort. Vielleicht ist ja was Neues reinrotiert mit einer besseren Qualität. Nee. Und wenn hier nur drei Anzüge verfügbar sind, dann auch nicht. Oft hat man Glück, wenn da unten mal steht 5, 6, 7 Waffen oder Raumanzüge verfügbar. Wer ist das dann? Dann ist die Chance relativ hoch, dass da auch was mit höherer oder besserer Qualität dabei ist. Ja, was machen wir heute? Die Cobra ist erstmal so ein bisschen ausgestattet. Deutlich, deutlich besser als die kleine Heidi natürlich, die hier noch irgendwo rumsteht. Und beziehungsweise in dem Nachbarsystem. Irgendwann später, wenn wir mal so eine kleine Heimatbasis haben, dann raffe ich die alle zusammen, dass sie in einem Hangar stehen. Ja, ich würde sagen, wir schauen uns mal ein bisschen um. Ich habe jetzt noch nicht geguckt, bin gerade frisch rein ins Spiel. Und wir gucken uns einfach mal die Leute an, die uns hier Missionen geben können. Wir könnten natürlich auch zum Terminal gehen, da gibt es nochmal gleiche Missionen, aber dann doch andere. Lisette Williams, hallo? Ich weiß, das fühlt sich falsch an, aber wir haben das Recht dazu. Ah, Diebstahl. Jemand, der mir sehr nahe steht, ist verschwunden und niemand scheint etwas darüber zu wissen oder sich überhaupt dafür zu interessieren. Ich werde noch verrückt vor Sorge. Ich habe jede freie Minute mit der Suche zugebracht. Ich habe sogar einen Privatdetektiv angeheuert, aber das Einzige, was er herausfand, war, mit wem meine Bekanntschaft sich das letzte Mal getroffen hat. Die betroffene Person streitet jedoch ab, dass ein solches Treffen stattgefunden hat. Spüren Sie sie auf und besorgen Sie mir sämtliche Unterlagen. Da muss etwas faul sein. Tja, Bedrohungsstufe 3, Diebstahl. Ich gucke mal in die Details. Fliegen Sie zur Siedlung Calvo Metallurgic Site, HIP 97950. Inside-Datenbank stehlen. Boah, ist das etwas, was ich von jemandem scannen muss oder einfach als Ware beschaffen? Oder ist das so ein Download? Das weiß ich jetzt nicht. System ist knapp 10 Lichtjahre entfernt. Der Planet, das geht, die 2000 Lichtsekunden, das ist nicht weit. Oh, Bedrohungsstufe 3.
könnte sein, dass mir persönlich das jetzt erstmal noch zu hoch ist, wobei ich jetzt überhaupt nicht weiß, ob das vielleicht doch passt oder nicht. Was bekommen wir denn dafür? 200.000? Ein Anzugplan? Ha! Das wiederum wäre natürlich nicht verkehrt. Das Problem ist ja immer bei den Missionen. Ich gehe erstmal auf Nein, danke. Was? Okay, nichts für ungut. Der Auftrag geht jetzt erstmal nicht weg, solange wir, glaube ich, neu einloggen. Bleiben die, wenn wir uns hier weiter auf der Station bewegen. Deswegen können wir uns erstmal die anderen anschauen. Wir können ja auch mehrere annehmen oder so. Aber bei so illegalen Missionen, korrigiert mich gern, falls ich da falsch liege, könnte es sein, dass wenn die in dem System, in dem wir die Mission erledigen müssen, in dem Fall in dem HIP-System hier irgendwo in der Nachbarschaft, falls die fehlschlägt oder ich dort Mist baue, dann habe ich natürlich in dem System oder zumindest den Systemen der dort herrschenden Fraktion, denen ich gerade auf den Sack gegangen bin oder was Unrechtes aus deren Sicht angestellt habe, könnte ich da ganz schlecht dastehen. Deswegen müssten wir da, glaube ich, ein bisschen aufpassen. Wäre jetzt in dem Fall nicht schlimm. Es gibt genügend Systeme, wo wir uns hin verdünnisieren können. Deswegen können wir das ruhig mal probieren, aber wir schauen uns mal noch ein bisschen um. Hier gibt es nämlich noch mehr. Sie könnten sich hier ein paar Credits verdienen. So etwas würde ich normalerweise nicht fordern, aber mir bleibt nichts anderes übrig. Mitarbeiterverzeichnis von einem Datenport herunterladen. Okay, das ist das Gleiche. Also vom, ich glaube auch bei den Inside-Daten, das müssten wir auch herunterladen. Boah, ich finde die nicht einfach. Ich kenne die nur noch von vor, naja, wie gesagt, anderthalb Jahren, als ich die immer mal probiert hatte in der Alpha und auch kurz nach dem Release, als ich selber für mich immer mal ein bisschen gespielt habe. Ich fand das nicht ohne, aber ganz cool, weil es dann doch schon so ein bisschen schwieriger auch ist als die ja, Standard-Flugmission, die es da so gibt. Kann ich Sie echt nicht überreden? Okay, ja doch, wir kommen vielleicht gleich nochmal wieder. Wir gucken uns mal um. Es gibt ja noch mehr Auftraggeber. Ja, hier steht noch einer. Sie müssten dafür allerdings das Gesetz beugen. Das Gesetz beugen? Ja gut. Muss man etwas Falsches für die richtige Sache tun. Herr Industrial Plant Netzwerk infiltrieren. Okay, mein Unternehmen arbeitet mit Hochdruck an der Entwicklung einer neuen Technologie, die sich als äußerst profitabel erweisen könnte. Unsere Forscher sind genauso hochqualifiziert und gut ausgestattet wie die der Konkurrenz, aber Entwicklung braucht Zeit. Nun mussten wir erfahren, dass ein anderes Unternehmen bereits kurz vor der Fertigstellung eines Prototypen steht. Ich bin daher skeptisch, aber die Leute tratschen. Dieses Geschwätz fängt an, die Moral in unseren Laboren zu untergraben. Mein Boss sagte, ich soll es vergessen und mich auf meine Arbeit konzentrieren, aber ich will wissen, ob es wahr ist. Laden Sie also die Software hoch, dann kann ich mir das Konkurrenzprodukt mit eigenen Augen ansehen. Oh, ja, okay, schade, Missionsliste veraltet. Den Hinweis hatte ich jetzt noch nicht. Glück werden Sie nicht entdeckt, bis es zu spät ist. Okay, jetzt hat er eine andere Mission, Bedrohungsstufe 4. Schon ja, gut. Aber wenn Sie jetzt haben wir wahrscheinlich auch alle anderen andere Missionen bekommen. Okay, das wusste ich nicht, dass die auch zwischendrin immer mal rotieren. Anscheinend alle paar Minuten, Stunden, keine Ahnung. Es müssten aber noch irgendwie ein, zwei Auftraggeber mehr hier rumstehen. Nein, die Dame dort nicht bei Apex. Der pennt. Ah ja, hier ist noch jemand. Hallo. Ich brauche einen guten Schützen für den Job. Sind Sie das? Ein guter Schütze? Ich bin der Beste. Hallo. Keiner kann besser schießen als ich. Ich kann auch gut Granaten werfen. Raketenwerfer benutzen. Ich kriege alles hin. Gucken wir mal. Bedrohungsstufe 3. Columbus Maze töten. Wenn Sie das tun. Hatte ich ja schon kurz ein bisschen Angst, Columbus. Ich habe auch nie selber mir die Mission durchgelesen. Ähnlich wie bei WoW. Früher habe ich einmal die Quest angenommen, erledigt, abgegeben. Da war die Sache für mich ja, erledigt. Aber ich würde die tatsächlich gerne mal durchlesen. Ich finde die gar nicht so schlecht geschrieben. Die sind manchmal von der Übersetzung her, haut das nicht ganz hin. Gibt es immer mal so ein paar kleine Fehler, aber im größten Teil ist das schon in Ordnung. Ja, direkt jemanden töten. Erstmal noch nicht wird und erstmal so ein bisschen... Ich dachte, wir kriegen mal so kleine Lieferaufträge oder sowas. So ein bisschen erstmal rantasten. Nicht direkt hier... Ah ja, da ist der andere noch. Genau. Wenn Sie gerne auch mal auf der falschen Seite des Gesetzes stehen, könnten Sie mir helfen. Okay. Manchmal muss man etwas ist ja alles illegales Zeug. Sache tun.
aber die Produktion stoppen. Kein Interesse, oh, was? Meine Güte. Okay. Also ich lese gerne die ganzen Missionen vor, hauptsächlich dann, wenn wir sie dann auch machen oder annehmen. Jetzt gucke ich nochmal bei denen hier oben. Das hat sich dann wahrscheinlich auch geändert, oder? Hallo. Ich nochmal. Es wäre das Beste, wenn sie nicht geschnappt würden. Für uns alle, aber vor allem für sie. Ja, die hat jetzt nicht mehr die Inside-Sache, sondern... Ach Gott. Naja, Genetics Assembly Netzwerk infiltrieren. Bedrohungsstufe 4, das ist mir ein bisschen viel, ehrlich gesagt. Ach, ärgerlich. Ja, hier müsste auch nochmal eine neue Mission haben. Leute, die sich nicht von ihren Prinzipien haben alles illegale Missionen. Wieder jemanden eliminieren. Gut, nee, das tut mir leid, das mache ich kennen, nicht. Wenn Sie jemanden kennen, der weniger Skrupel hat, dann schicken Sie ihn vorbei. Ja, also Skrupel habe ich genug. Naja, später. Also sehr gern machen wir auch die Mission mal, aber jetzt zum Anfang unser Ruf. Wir sind ja noch ganz frisch hier angekommen, ne? Ganz frisch aus dem Kälteschlaf erwacht. Und da müssen wir uns erstmal so ein bisschen Namen machen, wenn wir hier gleich die harten Missionen annehmen und uns in so illegale Dinge da irgendwie rein manövrieren. Ja, weiß ich nicht, ob das so gut hier in der Gegend ankommt. Da müssten wir dann direkt wieder fliehen und uns eine neue Heimat suchen. Und hast du nicht gesehen, nicht, dass das jetzt hier unsere Heimat wäre, aber immerhin überhaupt erstmal ein Port, wo wir ein schönes Schiff gekauft haben, einen neuen Anzug und so weiter. Dann gucken wir einfach mal hier in das schwarze Brett rein, was es so gibt. Operation Bergung, das könnten wir machen. Transportmission, Beschaffung. Beschaffung ist doch auch alles illegal, oder? Ja, diese lilanen Symbole da. Das sind alles illegale Missionen. Also wie gesagt, sehr gern aktuell. Erstmal lieber nicht. Transportbergung. Operation, was war das zum Beispiel? Verdeckter Shutdown. Oh. Ohne entdeckt zu werden. Halleluja, das nicht ohne. Was gibt es denn für solche Missionen? Komprimiertes Flüssiggas. Hatten wir das nicht als Teil von irgendeiner Aufwertung schon mal irgendwo gesehen? Finanziell auch gar nicht so verkehrt. Aber für das, was da gemacht werden muss... Junge. Weil man kommt natürlich... Die meisten werden es wissen. Auch deutlich mehr Geld, gehört dann später unser Ruf bei den Fraktionen ist. Da bekommen wir dann bessere Missionen und dann gleichzeitig auch bessere Vergütung für die Missionen. Wir gucken mal bei den Bergungen rein. Hier einen Waffenplan von der Absturzstelle beschaffen. Den müssen wir dann zwar abgeben, aber wir würden 5 Gefährdungsbeurteilungen bekommen. Finanziell geht so. Persönliche Dokumente von der Absturzstelle. Das ist alles in dem System. Wir sind ja im System Faf-Truva. Das hier ist ein anderes System. Eine Schallplatte. Was haben wir noch? Nochmal einen Waffenplan. Überwachungsausrüstung. Ach hier, illegale Sachen. Plündern. Computer. Von dem Moment mal. Ach so, das ist eine Plünderung, okay. Von dem evakuierten Standort. Das heißt, da ist theoretisch ja niemand mehr. Wenn ich das so richtig interpretiere. Ah ja, guck mal. Für diese Mission könnte Folgendes erforderlich sein. E-Breach. Die kaufe ich auch, so wie wir irgendwo eine Basis oder eine Station gefunden haben. Wo wir das kaufen können, mache ich das auch. Komm, wir nehmen erstmal eine normale Bergung an. Erstmal noch so ein bisschen reinzukommen. Ein paar kleine Sachen erledigen. Das hat auch eine Bedrohungsstufe 2. Zugang zu einem Schiff erforderlich. Maverick-Anzug erforderlich. Das sieht doch gut aus. Das ist hier im System. Auf 2b. Das nehmen wir einfach mal an. Haben wir noch irgendwas? Kampf? In die habe ich noch nie reingeschaut, glaube ich. Noch nie auf die Oberflächenkampfmission reingeschaut. Beschützen? Ach. Okay. Fliegen Sie zur Siedlung? Verteidigen Sie? Aha, okay. Das heißt... Verbleibende Zeit dringend. Bedrohungsstufe 3. Also wenn ich dann dort ankomme,
geht dann wahrscheinlich wie so eine Invasion los, wie so ein Horde-Modus mit mehreren Wellen an Gegnern, könnte ich mir vorstellen. Auch nicht schlecht, können wir gerne mal machen. Wieder jemanden ausschalten. Wieso nicht mal mit jemanden einschalten? Wäre doch auch lustig, wenn irgendwo so Leute in so Kryokammern rumliegen, die du dann auftauen musst. Ja gut, dann könnten wir uns alle anzeigen lassen. Was gibt es bei den beiden Transportmissionen? 4B, ja, schade, wenn es derselbe Planet wäre, wäre ganz cool. Abholung. Guck mal, hier könnten wir mit einer Abholung, müssten wir in ein anderes System auf dem Planeten. Und dort eine Inside Entertainment Bibliothek beschaffen. Ich würde sagen, das nehmen wir auch an. Da können wir uns nämlich dann einfach auch mal einen anderen Planeten in einem anderen System anschauen. Überhaupt ein anderes System bereisen und dann auch mal sehen, ob wir da nicht, ja, vielleicht eine andere schöne Basis noch finden. Mit... Können Sie sich gut dort einschleichen? Die... Ach doch, hier vorne steht auch noch jemand. Drücken Sie beide Augen zu, um schnelles Geld zu machen. Ach, okay, wieder was Illegales. Glauben Sie mir, wenn ich sage, dass Sie die Lieferung besser nicht verlieren. Ach nee, guck mal, Bedrohungsstufe 0, nichts Illegales. Wo soll es denn hingehen? Einen Waffenplan müssen wir liefern. Schon gut, aber wenn Sie jemanden kennen, der... Ja, erstmal nicht. Wir gehen erstmal zum Schiff zurück. Steht sie, unsere schöne Cobra MK3. Jetzt überlege ich gerade, auf welchem Knopf hatte ich Sprinten? Ah ja, hier. Auf dem Gamepad meine ich. Halt, wir müssen hier vorn rein. Hallo! Bisschen Bewaffnung hatten wir ja auch schon dran, ne? So kleine Splitterkanonen hatte ich, glaube ich, dran gebaut. Und so weiter. Na, dann heben wir mal ab. Und schauen uns mal die Mission an. Na, können wir direkt starten. Licht ein. Oh. Okay, mache ich dann später mal. Fiel mir jetzt wohl gar nicht auf beim Rumlaufen. Seite. So, jetzt passt's. Okay, dann würde ich sagen, wir fliegen erstmal in das andere System. Darian. Ja, und dann legen wir los. Können wir dort erstmal das System scannen, vielleicht auch noch einen Detailscan machen von den Planeten, auf denen wir müssen. Vielleicht ist es einer mit Atmosphäre, auch wieder mit ein paar Pflanzen oder Geysiren oder sowas in der Richtung. Wäre ja wunderbar. Schauen wir mal, wo müssen wir hin? Ah ja, der hat keine Atmosphäre, 2500 Lichtsekunden entfernt. Da oben, da müssen wir hin. Wie heißt das? Ach, Andos, ich dachte Andors. Der Planet an sich... Der hat nichts Besonderes. Die davor haben zwar Atmosphäre, können wir aber nicht landen. Ja, am Nachbarplaneten gibt es ein paar. Ich möchte mich aber erstmal kurz ausrichten. Dann können wir hier mal kurz in der Systemkarte rumschauen. Ich weiß, ich habe gesagt, ich schalte die zwischen die Fahrten während des Raumflugs hier raus im Supercruise. Aber solange wir uns ein bisschen hier umgucken können und so ein paar Dinge erledigen, können wir das ruhig noch machen. Ich gucke einfach mal durch. Biologisch gäbe es hier zwei auf dem. Dort auch. Na, da auch.
Naja, gut. Okay. Schade, dass es keiner ist, auf den wir dann jetzt direkt landen. Aber machen wir vielleicht einfach nach den Missionen, suchen wir uns mal noch einen Planeten raus, auf den wir dann vielleicht einfach mal so landen und uns ein bisschen umschauen. Je nachdem, wie das jetzt hier alles klappt und funktioniert. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich, wenn wir näher am Planeten dran sind. Bis gleich. Da sind wir auch schon. Wir sind am Zielplaneten gerade fast angekommen. Landen tun wir natürlich zusammen, aber was wir auch mal machen, wir nehmen den jetzt einfach mal mit, weil der Scanner neu ist und noch ganz, ganz frisch. Da ist noch Garantie drauf. Da müssen wir jetzt erstmal gucken, ob der auch funktioniert. Und ich baller mal ein paar Sonden Richtung Planet, dass wir den auch mal mappen. Einer hinten drauf noch und dann haben wir's. So. Einfach das, was wir jetzt gemacht haben. Ja, jetzt müsste es gleich die 90% oder wie viel das sein müssen, erreicht haben und dann ist er komplett gescannt. Wunderbar. Da müssen wir hin. Akinyemi Research Forum. Natürlich wieder auf der Nachtseite, war ja klar. Oh Mann. Oh, warte mal. Habt ihr gerade was gesehen? Muss mal so bleiben mit dem Raumschiff. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Es gibt immer mal so blaue Bereiche. Sieht ein bisschen aus. Da sind keine Seen oder Flüsse, aber sieht so ein bisschen aus dem Orbit hier aus. Das ist ganz cool. So, dann gehen wir mal runter. Und das ist das Paket abliefern, ne? Was war das andere? Ich hab's echt schon wieder vergessen, ist hier unfassbar. Ach ja, die Absturzstelle. Ah ja, richtig. Sehr gut, sehr, sehr gut. Wunderbar. Gut, das heißt, hier brauchen wir jetzt erstmal nichts Besonderes. Für die andere Sache brauchen wir dann höchstwahrscheinlich den Maverick-Anzug und eventuell auch noch den Dominator. Dass wir damit ein bisschen austeilen können, falls uns dort jemand bei der Operation oder bei der Bergung stört. So, jetzt wird es hier dunkel für uns alle. Das Einzige, was wir sehen, ist das Schiff-Interface. Sonst wird es hier echt mau. Aber ich verschaffe uns gleich ein bisschen Abhilfe, wenn wir näher dran sind. Gleitmodus müsste beginnen, jawohl. Alora Mercer. Sie müssen wir finden. Ah ja, sehr gut. So. Oh, selbst mit Nachtsichtmodus ist es hier relativ dunkel. Wahnsinn. Einfach die komplette Siedlung erhellen könnte. Ups, Entschuldigung. Eieieiei. Gibt auf jeden Fall keine Bonuspunkte für die Mission. Docking successful, engines disengaged. Nein, Moment. Gefährlich niedrige Temperatur festgestellt. Ja, das Licht wollte ich anmachen. Okay. Ja, dann müssen wir wieder schauen, wo sie hier unterwegs ist oder rumsteht. Hm, vielleicht haben wir Glück und wir laufen ihr über den Weg oder müssen halt mal ans Terminal ran und schauen, wo sie sich befindet. Da oben ist zwar wieder, das irritiert immer ein bisschen, ne, mit dem Missionsmarker. Der da oben, der blaue und den 115 Metern, ich weiß gar nicht, ob ihr das erkennt. Oder ob das zu stark verpixelt wird auf YouTube, wer scannt mich? Ah ja. Sie sind nicht von hier, oder? Nein, gerade gelandet. Das war's schon. Oh, was ist denn das für eine Waffe? Ist das die Schrotflinte?
Was ist da hinten mit dem Laser los? Seht ihr das? Der rote Laserstrahl? Ohne Granatenkiste. Aber die hatte ich ja alle gekauft neulich, ne? Jo. Kann ich helfen? Da hinten wäre ein Terminal. Ich würde sagen, da gehen wir auch direkt mal hin. So. Alora Mörser. Dann halten wir mal einen Ausschau. Mitarbeiter. Okay. Da hinten, da geht's hin. Ach Gott sei Dank. Dachte erst, die befindet sich da hinten im Gebäude. Ja, wenn wir das mal haben, müssen wir echt Glück haben, dass wir da dann auch selber reinkommen oder Zutritt erhalten irgendwie. Hey, grüß dich. Ich habe auf Sie gewartet. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich schon in besseren Siedlungen als der hier gewartet. Ja, natürlich. Viel Erfolg. Danke. Sehr schön. Was soll das? Was soll das? Ich mache gar nichts. Wunderbar, ja, da können wir die Siedlung schon wieder verlassen. Und wieder zurückfliegen und auf den anderen Planeten die Bergung durchführen. Und da gehe ich von aus, dass wir da dann das erste Mal so richtig auf Feinde oder auf Piraten treffen. Oder Schmuggler oder was auch immer das für Leute sind. Ah, noch ein Scan. Die Piloten haben doch immer zu tun. Doch nichts Illegales, oder? Alles klar. Nee, noch nichts Illegales. Ach, unser schönes Schiffchen. Guckt euch das an. Auch die Taschenlampe ist so ein bisschen, ne? Ja, doch, die hilft schon. Wunderbar. Das ging schon mal ohne Probleme über die Bühne. Achso. Ich bin gerade gewundert, warum ich nicht abheben kann. Okay. Ast rein. Dann fliegen wir wieder zurück. Ja. Wo müssen wir hin? Okay, hat mir jetzt direkt nichts angezeigt. Müssen wir gleich nochmal gucken, wenn wir da drüben sind. Ach, verdammt. Wir sind erst wieder einmal halb um den Planeten rum. Wir gucken gleich nochmal, wo wir da hin müssen. Manchmal werden die Absturzstellen ja dann auch erst angezeigt, wenn man nah an den Planeten dran ist. Da müssen wir mal schauen. Ich weiß nicht aus dem Kopf, welcher das war. 3B oder irgendwie sowas. Nee, da steht nur, wir müssen ins System fliegen und den Standort dann ermitteln. Okay. Gucken wir mal, wir könnten eventuell schon... Naja, gut, wir können gleich wegfliegen. Machen wir auch zusammen, muss ich jetzt nicht extra rausschneiden. Da gleich wird's gelb. Jo. Frameshift Drive charging. So, und Abflug. Gut, Mission mit dem Paket, kein Problem. Ganz easy. So wie wir das in der letzten Folge schon mal gemacht haben. Und so ansprechend im Großen und Ganzen fand ich das System jetzt gerade, in dem wir uns aufgehalten haben, nicht unbedingt. Müssen wir nicht nochmal hin. Vielleicht hier nochmal noch was Illegales machen, falls es sich anbietet. Aber hat mir jetzt nicht so die größte Freude bereitet, dass wir uns da irgendwie nach der Basis umschauen. Ah ja, guck mal hier. 2B ist es gewesen.
Wunderbar. Düsen wir dort mal hin. Sollte noch mal ein bisschen schneller gehen als gerade eben. Ich guck mal, ob wir hier irgendeine schöne Eigenschaft haben. Nee. Ja, drück die Daumen, dass wir auf der Tagseite landen und nicht auf der Nachtseite. Ich gehe mal kurz von der Geschwindigkeit herunter, weil ich mich noch ein bisschen umschauen will. Hier finden ja auch diese Kampfhandlungen statt, die wir über die Bodenstation oder auch die Raumstation dann zu Fuß irgendwie betreten können. Das habe ich schon einige Male gemacht und finde das eigentlich ganz cool. Das funktioniert echt gut. Mag das. Auch die schwersten hatte ich schon mal geschafft. Das war aber teilweise gar nicht so ohne. Aber die leichteren oder die mittleren, die müssten eigentlich auch so, ohne dass wir jetzt hier großartig Ausrüstung haben, ganz gut von der Hand gehen. Gerade die einfacheren. Die Söldnermission oder wie sie heißen. Der Söldnerrang ist es ja dann, genau. Na gut, können wir ja mal schauen. Und da sind wir auch schon knapp am Planeten dran. Müsste uns gleich das Missionsgebiet gezeigt werden. Halt. Ne, da müssen wir dann hin. Eventuell muss ich ihn auch erst scannen, aber ich glaube nicht. Bin der Meinung, die Absturzstelle müsste gezeigt werden, wenn wir nah dran sind. Eine Licht. Okay, Abfangmanöver. Natürlich mit der Cobra überhaupt kein Problem. Mit dem T9 oder mit dem T10? Ja. Geht auch, aber ausweichen wie so ein Ziegelstein, das ist nicht so einfach. Der Sound der Cobra ist aber auch geil. Jetzt sind wir natürlich wieder weiter weg. Das ist so ein bisschen nervig, wenn das kurz vorm Ziel passiert. Ich weiß jetzt nicht genau, warum sie mich abfangen. Vielleicht wegen dem Missionspaket, was wir dabei haben, könnte ich mir vorstellen. So war es ja gestern auch, da wurden wir auch dann einmal abgefangen. Also gestern für mich ist es, naja, ihr wisst Bescheid, in der letzten Folge. Okay, gut, dann müssen wir den wohl doch erst scannen. Müsste reichen. Surface scan by 50%. Surface scan complete. Jo. Bedrohung 1, da müssen... Ach nein, schade. Das hätte auch ruhig auf der anderen Seite sein können. Na gut. Okay. Orbital flight engaged. Ein bisschen schnell sind wir. Moment, ich muss erst abbremsen. Wir sind zu schnell. Ich muss noch mal kurz hochziehen. Wir wären kurz vorm Gleitmodus-Eintritt gewesen. Wenn ich da zu schnell bin, dann haut es mich nämlich direkt raus, ohne dass wir hier jetzt noch mal hätten die Möglichkeit gehabt, das neu anzugehen. Moment. Unterschätzt man manchmal die Entfernung zum Planeten, wenn man den Planeten nicht sieht. So, Moment. Jetzt müsste es aber passen. Jo. Okay. Okay, wunderbar. Jo, das haut hin. So. Ich gehe stark von aus, weil ich diese Mission, als ich die mal gemacht habe, da waren fast immer irgendwelche Gegner. Entweder die waren schon da oder kamen dann dazu. Also, ich denke mal, wir nähern uns dem erstmal mit dem Dominator-Anzug. Wunderbar, sind wir direkt mal reingeswitcht? Sehen wir was ohne Nachtsicht? Nö, natürlich nicht. Hm.
Hat er hier einen Buggy mit drin? Ja, ne? Jo, wunderbar. Landing Gear deployed. Ja, jetzt die Frage, wie nah gehen wir mit dem Schiff ran? Ach, da steht sogar ein Buggy rum, Mann, das ist ja witzig. Das ist gar kein Schiff, was da steht, sondern ein Buggy. Aber keine Gegner. Na gut. Na gut, wenn hier erstmal keine Gegner sind, ist ja auch nur Bedrohungsstufe 1 die Absturzstelle. Dann gehe ich doch direkt mal in den Maverick-Anzug. Da hätten wir zur Not auch die beiden Waffen. Nicht die beiden großen, aber sollte vielleicht passen. Wir brauchen ja den Arc-Cutter dafür. Das ist ganz cool, ne? Dass wir jetzt durch die riesigen oder die mächtigen Scheinwerfer vom Schiff halt dann doch hier schön Licht haben. Das ist ganz nett. Gut geparkt. Sieht auch ein bisschen bedrohlich aus. Gefällt mir. So, oh, da liegt sogar jemand. Denna Bender. Sogar die Kapsel offen. Da hat sie es wohl erst rausgeschleudert und dann ist der Buggy noch nachgerollt und drüber gerollt. Na, Glückwunsch. Ich scanne sie mal. Okay. Ah ja. Wo ist denn jetzt der Arc-Cutter? So. Hallo? Huch. Ja, irgendwo wird noch eine Ecke sein, die noch nicht ganz ab ist, sonst sprengt das ja immer diese kleinen Paneele weg. Ja, sehr gut. Das ist illegal, wenn ich das jetzt mitnehme. Wir schauen mal hier drüben rein. Stell mich mal auf die Kiste. Tatsächlich keine Gegner hier. Warte mal, ist hier unten drunter noch was? Ah ja, dort. Ey. Also liegt da ein bisschen im Weg für. Ah ja, hier komme ich besser ran. Aber was brauchten wir jetzt für die Mission? Ist da noch ein Energieregulator drin? Gestohlene Ware ist das jetzt, ja. Wenn wir jetzt gescannt würden, gut, wenn ich die verkaufe auf der Station, müsste es ja gehen, ne? Ich glaube, wenn wir jetzt Pech hätten mit einer Station, wie so einem Scanforen, aber wie, Moment. Oh Gott, wo waren das denn drin bei den Transaktionen? Genau, hier, halt. Ach ja, der Waffenplan. Den sollten wir ja beschaffen, richtig, okay. Jemand einen Waffenplan gesehen? Also ich nehme jetzt hier einfach dann doch mal. Ach, da ist er. Ja, wunderbar, da war der Waffenplan. Wir können jetzt natürlich auch einfach sagen, na gut, ich gebe die Mission nicht ab.
Und wir hätten den schon mal einen Waffenplan, aber dann würden wir uns mit der Fraktion und mit dem Missionsgeber verscherzen. Dafür nehmen wir mal die kleinen Sachen mit und verkaufen die dann nachher einfach auf der Station. So. Jetzt müssten wir hier alles haben. Was ist das hier? Unendlichkeit. Okay, nehme ich mit. Ich habe Unendlichkeit in meiner Tasche. Kompaktbibliothek nehmen wir auch mit. Da stand es jetzt nicht illegal. Ich habe doch hier... Das ist der Rucksack, ne? Hier kann ich zwar... Ah ja, hier sind die Dinge. Die sind illegal, okay. Insight, Unendlichkeit. Und tatsächlich nicht illegal. Die anderen schon. Oh, ich höre ein Schiff. Da drüben kommen Leute, oder? Da. Oh. Schild an. Energie. Schon hochgegangen, ja. Ne? Braucht dann mit der kleinen Handfeuerwaffe doch schon eine Weile, ne? Puh, okay. Wir haben ein paar Kopfgelder sogar noch mitnehmen können. Seht, da kamen doch noch welche. Ich dachte schon, wir haben Glück und es kommen keine mehr. Ich scanne die mal. Geht das noch? Nee. Aha! Ihr Schweine. Wer hat euch geschickt, hä? Hier drüben irgendwo. Jetzt wird leider auf dem Radar nicht mehr angezeigt, wo die Leute liegen, aber das waren ja drei. Aha, wir hatten ungefähr 1000 Credits pro Abschuss gerade bekommen. Ah, da drüben. Da ist ja der andere. Aber jetzt kriegen wir nochmal Kopfgeld für die Scans. Kopfgeld festgestellt. Nice. Nur leider wird mir nicht angezeigt, wie viel. Ist das vielleicht jetzt hier mit drin? Es könnte das sein. Das könnte das hier sein. Okay, gut. Dann würde ich sagen, haben wir jetzt hier alles und können auch direkt abhauen. Aber das ging ja, die drei, das war ja noch in Ordnung. Puh, doch nochmal. Bisschen aufregend geworden. Gut. Okay, nächster Schlachtplan. Wir fliegen zurück und geben die Mission ab, fliegen dann aber nochmal los. Ich hätte extra vorher die Energieversorgung vom Schiff auf die Schilde gelegt oder auf das Schild, den Schild gelegt. Falls da doch jemand irgendwie drauf schießt. Ich weiß nicht, ob das in meiner Abwesenheit dann auch was hilft. Ob sich das Spiel das merkt oder ob das egal ist. Ihr kennt es ja, wenn das Schiff automatisch mal kurz die Steuerung übernimmt, dann haut es immer die Energieverteilung da durcheinander. Beziehungsweise setzt er auf Standard zurück. Und das möchte ich ja dann aber nicht. Na gut, okay. Die Zeit überspringe ich jetzt wieder, bis wir kurz vor der Station sind. Also sage ich mal, bis gleich. Da sind wir jetzt auch schon wieder zurück, beziehungsweise gleich springen wir in den Normalraum rein. Oder zurück. So. Gentle Platform, da sind wir wieder. Na, dann können wir auch die zwei Missionen abgeben. Das ging, das war jetzt keine zu große Herausforderung.
Aber wir schauen mal, ob wir doch noch ein bisschen was. Ja, noch mal einen Ticken spannender finden. Gucken wir mal. Gern in einem anderen neuen System, in dem wir jetzt noch nicht gewesen sind. Das ist ja eh so geil, ne? Auch die ganzen Systeme, in denen wir jetzt hier gerade unterwegs sind. Und ich glaube, das können viele, viele von euch nachvollziehen, die das Spiel auch schon ewig spielen oder seit Release oder seit vielen Jahren oder viele Stunden schon drin versenkt haben. Die kenne ich alle gar nicht, die Systeme. Die es sind so unfassbar viele Systeme in der im bewohnten Bereich hier in der Bubble. Da, ja, keine Ahnung. Also, das ist unglaublich, ne? Dass man immer wieder auf neue Systeme trifft. Und das ist geil. Also, davon abgesehen, dass außerhalb der Bubble natürlich noch so unendlich wirklich ist. Nicht unendlich, aber ihr wisst, unendlich viel mehr gibt. Unfassbar. So, wir fahren erstmal runter, steigen dann gleich aus, gucken aber auf dem Weg nach unten mal in die Universal Cartographics rein, was wir bekommen könnten. Ja, ist jetzt nicht so viel. Das ist der Detailoberflächenscan von dem kleinen Eisplaneten, von dem Mond. 2000 gibt er nur. Also guck mal, der Stern ein bisschen mehr. Ja, wir müssen natürlich woanders sein, klar, um das verkaufen zu dürfen. Aber machen wir dann. So, ich switch mal wieder rüber zum Gamepad. Wo ist der Eingang? Da drüben. Ja doch, gefällt mir mittlerweile immer mehr die Lackierung, muss ich sagen. Nico schreibt mir, du machst einen großen Fehler. So ein lokaler Pirat, der hier irgendwie unterwegs ist. Um den kümmern wir uns dann. Hätte ich eigentlich auch gerade, man kann ja keine Bodenziele aus dem Raumschiff anvisieren. Ne? Man kann natürlich so drauf feuern, wenn man da lustig ist. Aber ich hätte die wahrscheinlich auch mit meinen Splitterkanonen ganz simpel zerlegen können, gerade die drei Piraten. Aber ich weiß halt nicht, wie schnell die mir den Schild vom Raumschiff wegknuspern können. Deswegen gut, dass ich erst später drauf gekommen bin. So. Also hier hatten wir den Waffenplan beschafft, ja. Und dann nehmen wir die Gefährdungsbeurteilungen. Würde ich jetzt einfach mal mitnehmen. Ah, sehr gut. Und hier nehmen wir die chemischen die chemische Bestandsliste. Sehr gut. Ja, wunderbar. Das hat hervorragend funktioniert. Wir fragen jetzt nochmal die Auftraggeber. Vielleicht hat sich da nochmal was geändert. Ein Paket? Ja, danke. Das hätte ich mir vorhin gewünscht, aber jetzt, die hatte doch hier vorhin zweimal was. Manchmal muss man etwas Falsches für die richtige Sache tun. Naja, die Produktion stören. Boah, direkt eine Sabotage? Moment. Ich lese es auch vor, wenn wir uns entschieden haben, was wir machen. So, ich lege mein Schicksal damit in ihre Hände. Beschaffe Schnur aus einem Versteck. Eine Schnur beschaffen. Okay, das finde ich sehr interessant. Das machen wir mal. Aber eine Schnur mit Doppel-R? Ist das eine verbesserte Schnur? Schnur wird doch nur mit einem R geschrieben, oder? Oder meinen die ein Schnur-Haar? Wer weiß. Die Situation ist folgende. Ich habe in einer Community viele Freunde, bei denen in letzter Zeit Diebstahl, Gewalt und Drogenmissbrauch für Probleme sorgen. Also wie im Kommentarbereich, sehr schön. Es ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis es den ersten Toten gibt. Sie wissen, welche Gang mit den Drogen handelt, aber die Behörden nehmen die Sache nicht ernst und ermitteln nicht. Die interessieren sich nur für die dicken Fische. Sehen Sie, alles, was meine Freunde brauchen, ist ein Beweis. Stöbern Sie also ein Drogenversteck dieser Bande auf. Man konnte bereits einen möglichen Ort lokalisieren, aber die Jungs haben keine Kampfausbildung. Für sie ist es also zu riskant. Sie brauchen jemanden wie sie. Ja, das sieht doch gut aus. Ah, das ist hier auch im System. Ja, gut. Ah ja, essentiell. E-Breach. Ach, schade, das haben wir halt leider noch nicht. Ach, Mann. Hätte ich jetzt gerne mal gemacht, aber wenn wir E-Breach dafür brauchen,
Manchmal kommt man auch anders an die Sachen ran, aber da steht essentiell. Und da glaube ich jetzt dem Spiel einfach mal. Kann ich Sie echt nicht überreden? Ja. Nein. Daumen hoch, ja. Kann ich Sie nicht überreden? Daumen hoch. Hey. An Ihrer Stelle würde ich schnell abhauen, wenn Sie fertig sind. Hier ist wieder die Produktion stören. Ist das hier im System? Das ist auch hier im System. Ich hätte aber gern ein anderes System. Warte mal, wo waren die anderen beiden Missionsgeber? Hier unten, ne? Ich weiß, das fühlt sich falsch an. Aber wir haben das Recht dazu. Ja, guck mal. Das Netzwerk infiltrieren. Ich schau bloß mal, brauche ich da auch irgendwas? Okay. Schade. Ich hätte Ihre Hilfe wirklich gebraucht. Naja, ich wollte nochmal den Text wiederholen. Moment. Ich muss kurz neu laden, das Spiel. So, da ist es. Also das Spiel muss die... Haben Sie einen Freund fürs Leben gewonnen? Ja. Und jede Menge Feinde. Alles klar. Mein Unternehmen arbeitet mit Hochdruck an der Entwicklung einer neuen Technologie, die sich als äußerst profitabel erweisen könnte. Okay, das hatten wir vorher schon mal. Unsere Forscher sind genauso hochqualifiziert und gut ausgestattet wie die der Konkurrenz, aber Entwicklung braucht Zeit. Okay, das hatten wir vorhin schon mal von dem anderen Kerlchen dort oben am Fenster. Ich gebe Ihnen mehr Informationen. Daten-Spyware müssen wir dort runterladen. Ach so, da müssen wir was reinladen. Okay, also wir müssen was hochladen, ja. Ach, auch wieder hier im System. Ah, Mann. Haben wir nichts? Kein Interesse, was? Ja, doch. Warte. Ich guck noch mal hier, was sie mir anbietet. Auftrag. Interesse? Sicher ist Ihnen bewusst, dass ich Ihnen da nicht unter die Arme greifen kann. Auch hier im System. Och, Mann. Schon gut. Aber wenn Sie jemanden kennen, der weniger Skrupel hat, dann schicken Sie ihn vorbei. Ja. Kenne ich einige. So. Dann gucken wir jetzt doch mal hier Operationen. Ist das alles hier? Das ist auch wieder im System Darian, in dem wir gerade waren. Naja, gut. Okay. Dann... Wollen wir das hier probieren? Lassen Sie sich nicht erwischen. Ich weiß nicht, ob Sie dort willkommen sind. Mein Unternehmen, aber... Ach ja, das ist das. Ja, okay. Das ist alles, was ich Ihnen sagen kann. Was bekommen wir denn dafür? Lohnt sich das wenigstens für uns? Wenn schief geht, müssen wir wahrscheinlich... Wir müssen gleich nochmal an die Bar. Fällt mir gerade ein. Müssen wir in ein anderes System umziehen. Okay. Wir können ja auch über die Bezahlung verhandeln. Ballistische Daten würden wir bekommen. Ein bisschen Geld. Worauf sind Sie aus? Auf eine Gefahrenzulage? Guck mal, da kannst du jetzt sagen, ich benötige ein viel besseres Angebot. Da siehst du halt die Erfolgschancen. Ich glaube, die steigen dann auch, wenn man natürlich mehr Ruf hat und der... Ach, guck mal, der Söldnerrang auch höher ist. Wir könnten aber sagen, können Sie etwas drauflegen? Das kommt nicht in Frage. Och, nö. Nehmen Sie das Angebot an oder suchen Sie sich was anderes. Schade, Pech gehabt. Wir machen das jetzt trotzdem mal. Nicht nur ich zähle jetzt auf Sie. Ja. Oh, Mann, na, da... Vielleicht sehen wir uns nie... Oh. Zur Bar. Moment. Wir wollten nochmal zur Bar. Ja. Mal schauen, ob wir uns wiedersehen. Oder wir einfach ganz, ganz schnell fliehen müssen hier aus dem System. Wenn das schief geht, ja. Kann ich Ihnen was handeln, verkaufen oder beides? Nee. Was immer Sie verkaufen möchten, können Sie hier loswerden. Ach, guck mal. Aber hier stehen die jetzt nicht als illegal drin, ne? War es das also? Gut, es ist Ihr Verlust. Ja, warte mal kurz. Ach, jetzt ist das normal, ja? Jetzt ist das nicht mehr, wenn ich dort weggeflogen bin, dann... Ach, das habe ich im Raumschiff drin. Ach so, ich könnte es aber trotzdem von hier verkaufen, verstehe. Ah, und solange das im Raumschiff ist, ist es nicht illegal, oder wie? Dann hebe ich das erstmal auf. Und dann gucke ich jetzt im Raumschiff nochmal, wie es dort aussieht. Okay, gut zu wissen. Ich weiß, man kann natürlich immer nur von... Es gibt da zwei Arten oder zwei verschiedene Sorten von den Gegenständen. Einmal kann man von der einen Sorte 10 mitnehmen und von der anderen 30 im Anzug. Ich kann ja dann aber zum Raumschiff oder zum SRV zurücklaufen und die Sachen dort erstmal wieder lagern und dann wieder neue einsacken.
Also der Müll, der hier rumliegt, ne, das ist natürlich auch für eine Abflughalle. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Übrigens, der Ladebildschirm, der Hauptbildschirm, wenn man das Spiel startet, da steht die Kiste auch in der Abflughalle und da brennt es aber überall. Das finde ich ganz gut. Das muss jetzt neu sein, seitdem die Targoiden hier angegriffen haben. So, na gut, dann wollen wir mal. Das müsste hier in der Lagerhalle sein, ne? Ja, geil, da ist nichts als... Das ist das Verbotene, ja. Da dürfen wir halt jetzt für die Mission auch dann auch nicht gescannt werden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das irgendwie schief gehen wird. Na gut. Ah, guck mal, der hat sogar eine Atmosphäre. Waren wir schon? Ich weiß gar nicht mehr, waren wir auf dem Planeten hier in der letzten Folge? Keine Ahnung, ob wir da schon gewesen sind. Gut, ich würde sagen, ich begebe mich wieder auf die Reise und wir sehen uns dann gleich, wenn wir dort vor Ort angekommen sind. Moment, kann gleich wegspringen. Na komm. So, wunderbar. Gut, dann sehen wir uns in 1800 und wahrscheinlich 62 Lichtsekunden wieder. Bis gleich. Und da bin ich wieder, eine Lichtsekunde nicht ganz knapp. Sind wir noch entfernt? Wir scannen auch den Planeten mal und ich habe so das. Die Befürchtung. Ach, knapp wieder hier drüben im Schatten. Müssen wir einmal drumrum fliegen. Macht aber nichts. Wir scannen den mal, denn gescannt ist der noch nicht. Brauchen wir plus zwei Sonden. So, das passt. Und der hat ja auch biologisches Leben. Wir haben aber. Wir hatten ja auf dem einen Planeten, das war aber auf einem anderen, ne? Der hatte irgendwie 6, 7 biologische Lebensformen. Der hier hat 2. Und gescannt ist der Planet noch nicht. Aber gleich. So, jetzt ist der komplett. Muss ich den nochmal neu auswählen? Ah ja, hier. Und identifiziertes organisches Material. Da haben wir hier noch nichts mitgenommen. Können wir nochmal schauen. Wir nähern uns in der Zeit mal ein bisschen. Moment. So. Wieder das Bakterium. Das sind diese kleinen grauen Pfützen. Fonticulua. Die gleichen Gegenden. Alle. Okay. Oh, da ist es. Guck mal, gerade so zur Grenze hin. Könnte doch noch ein Ticken hell sein unter Umständen, wenn wir Glück haben. Orbital Flight engaged. Ich finde das cool gemacht mit der Atmosphäre. Das haben sie echt schön hingekriegt. Gerade auch, wenn die da so in den dunklen Raum übergeht, dass das so langsam verschwindet. Das ist echt schick gemacht. Weil das jetzt spielerisch hat das irgendwie keinen Einfluss, ne, die Atmosphäre. Also nicht wirklich, dass ich jetzt hier das irgendwie wüsste oder mitbekommen hätte. So, nicht wieder zu schnell wie vorhin. Ja, okay, wir haben noch den Maverick-Anzug. Den lassen wir auch an. Wir dürfen halt jetzt nicht gescannt werden. Und müssen irgendwas. Was war das? Hochladen oder so, ne? Ja. Boah, das wird nicht ohne, ey. Ach, schade, es ist doch nicht mehr hell. Ich hatte gehofft, dass wir ein bisschen Glück haben. Jetzt ist die Frage, wenn ich mir hier eine Landeerlaubnis hole und das Schiff dorthin stelle,
und es geht irgendwas schief und ich laufe zum Schiff, haben wir ein echtes Problem. Dann holen die mir das Schiff vom Himmel. Könnte ich fast wetten. Wenn ich aber das Schiff, na geil, hier irgendwo in der Umgebung absetze, seht ihr, ich sehe jetzt erst, dass es hier ziemlich gebirgig ist. Eieieiei. Das ist natürlich... Das ist ganz cool, ich könnte es hier unten abstellen, da würden deren Waffen erstmal nicht hinkommen, vielleicht ein paar Drohnen, die uns folgen. Shit. Die Kiste kriege ich hier nicht abgesetzt. Da unten vielleicht, aber dann hätten wir einen ziemlich weiten Weg bis da hoch. Können wir mal schauen, vielleicht finden wir hier doch irgendwie zufällig was. Ah, das ist zu steil. Landing Gear deployed. Oh, doch, hier ist was. Halt. Das hätte ich nicht gedacht. Okay, wir fahren auch mit dem Buggy dort hoch. Malware hochladen auf Energiedatenpunkt 1. Okay. Merken wir uns, Energiedatenpunkt 1 brauchen wir. Bestimmt schon total unverdächtig, dass wir so weit abparken. Da hebt gerade ein Schiff ab. Gescannt werden können wir nicht im Buggy. Ah ja, da beginnt sie, die Siedlung. Tja, wie geht man da jetzt am besten vor? Ich überlege, ob ich den Buggy erstmal hier so ein bisschen sicherheitstechnisch abseits abstelle. Vielleicht hier hinterm Gebäude, aber schon in Richtung des Schiffes. Okay. Ah, okay. Ja, von mir aus. Jetzt müssten wir den Energiedatenpunkt 1 auch erstmal finden. Das Problem ist, dass der mit Sicherheit irgendwo in einem der Gebäude ist. Und wir erstmal außen ein Terminal finden müssten, um herauszufinden, wo der Energiedatenpunkt ist. Und dann könnten wir uns Gedanken machen, wie wir an den am besten rankommen. Ich bin jetzt sehr vorsichtig. Wir dürfen halt nicht zu nah an den Wachen ran. Mit dem ich scanne, hat sich sofort erledigt. Schau gerade, ob wir hier zufällig irgendwo so ein bisschen außerhalb ein Terminal finden, an den ich dann erstmal ungestört ran kann. Ne, das ist zu dunkel. Ich mach doch mal wieder Licht an. Auf der einen Seite finde ich es ganz gut, dass wir jetzt hier im Dunkeln agieren. Ich weiß, ich habe die Taschenlampe an, aber auf was ich hinaus will, ist, dass ich die Gegner, also die Gegner sind es ja erstmal noch nicht, die Patrouillen hier, die Wachen, ich finde, die sieht man im Dunkeln besser, weil die ja auch so ein Licht am Anzug haben und da fallen die ein bisschen mehr auf, habe ich den Eindruck. Da ist ein Terminal, okay. Ach Gott, da taucht gerade ein
Nachricht von so einem Sicherheitsmitarbeiter auf. Die werden mir auch am Radar angezeigt. Ich hoffe, hier oben ist jetzt keiner. Aber immer erst ab einer gewissen Entfernung. Da ist der Terminal. Da würde ich gern hin. Ich möchte aber erstmal schauen, ob hier jemand patrouilliert. Denn wenn ich da erstmal dran stehe und dann läuft jemand vorbei und sagt sich, na, den scanne ich mal, war's das. Okay, das sieht aber ganz gut aus. Da kommt ein Schiff. Da ist auch keiner, da ist keiner. Komm, wir gehen jetzt hier ran. Okay. Ja, komm. Fahr hoch. Einrichtung. Oh Mann. Nein, das wollte ich nicht. Oh nein, brauchen wir jetzt. Oh Gott. Yay! Wir brauchen mit Sicherheit. Irgend so ein Zugangslevel. Scheiße. Yay. Der wurde mir nicht angezeigt. Das heißt, wir brauchen ein Zugangslevel. Dafür bräuchte ich den Profil-Klon-Modus. Um Gottes Willen. Ich könnte jemanden lahmlegen. Das klappt aber nicht. Glaube ich nur, solange die ihre Schilde nicht anhaben. Boah. Fuck. Das Ding könnte ich auch aufschneiden und dann dort reingehen. Ich weiß gar nicht mehr, ob die Mitarbeiter in den Gebäuden einen scannen können oder ob die das nicht machen und sich unter Umständen nur wundern, ob, dass wir da sind. Aber da können auch Wachen rein und raus spazieren, das weiß ich. Da ist eine Wache. Man kann auch den Klonmodus teilweise durch Fenster machen. Da muss man die Person dann aber sehen. Ja, der Punkt, da hatte ich vorhin das eine Quartier oder so ausgewählt. Ah. Na gut, wir können auch die ganze Station hier lahmlegen. Fuck. Stufe 1. Also Speer können wir nicht gebrauchen, Kommando können wir auch nicht gebrauchen. Die scannen mich. Vielleicht ist das mit dem Habitat gar keine so doofe Idee, weil da ja dann die Leute unterwegs sind, die hier überall arbeiten. Und die unter Umständen haben wir Glück, dass uns da mal jemand über den Weg läuft mit einer hohen Sicherheitsstufe. Geht er jetzt hin? Ich weiß, ich könnte ja einfach drüber hüpfen, aber ich habe ja gesagt, ich will ja nicht unnötig wie Super Mario durch die Gegend hüpfen.
Der kommt jetzt hier hoch, ja? Oder? Laut Radar ist da unten gerade jemand. Okay, der geht aber wieder weg. Eventuell war das der Typ von der anderen Seite. Ich wollte nämlich eigentlich hier drüben runter. Hier hinten irgendwo abzuseilen. Habitat. Oh, ich kriege immer einen Schreck, wenn da unten was auch auftaucht. Was ist das hier? Am Radar? Das hat sich gerade schnell bewegt. Das ist wahrscheinlich eine Drohne, ne? Jo, okay. Das ist die Wach-Off-Drohne. Wir brauchen Energiedatenport 1. Das dort ist Habitatdatenport 1. Ach, jetzt verstehe ich, das ist. Da müsste ja Energiedatenport 1 im Power-Gebäude sein, oder? Eieieiei. Dafür brauchen wir doch mit Sicherheit Stufe 3. Na geil. Ah ja, okay. Dann schauen wir mal. Das ist das Kommandogebäude. Das auch. Das da hinten. Das da hinten ist das Powergebäude. Das ist ein IND. IND. Ach, das Industry-Ding. Ah ja, okay. Könnte auch dort sein, der Datenport. Oh, hier, die zielen auf mich. Hey! Na? Na, du auch noch? Hallo? Noch habe ich nichts gemacht. Hau bloß ab. Wenn sich die grauen Punkte oben rot färben auf der Minikarte, dann müssen wir echt die Beine in die Hand nehmen. Okay. Kann man die Teile eigentlich auch hochjagen? Oder nur die kleinen roten Fässer. Moment, oh, fuck. Warum so unruhig, nervös? Nein, 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 nein. Hä? Geht sie? Ist sie jetzt abgehauen? Oder findet sie gerade keinen Weg zu mir, weil ich mich hier so ein bisschen bewegt habe? Ich glaube, die könnte mit dem, wo sie laufen kann, Probleme haben, weil ich jetzt hier von hier oben hier runtergerutscht bin. Jetzt kommt sie wieder hoch. Ja, wenn ich hier so ein bisschen draufstehe, kommt sie wieder hoch. Jetzt geht sie wieder zurück. Okay, so können wir uns erstmal kurz vorm Halt schaffen. Was machen wir jetzt am besten? Scheiße. Wenn ich jetzt abhaue,
Dann war es das direkt. Jetzt kommt sie wieder zurück. Sehr gut. Ja. Fuck. Wenn ich jetzt ganz schnell wegrenne. So als ob ich nie da gewesen bin. Fuck. Fuck. Ach, scheiße. Oh. Da kommen sie. Hier sind sie alle in aller. Oha. Ja, na klar. Fuck. Schild an, Schild an. Jo, dann bin ich jetzt hier mal ganz fix weg, wa? Die sind alle sauerlauter da. Scheiße. Oh Mann. Ah, einmal kurz nicht aufgepasst, ey. Da kamen sie um die Ecke. Hab ich nicht gesehen vorher. Hab auch extra auf dem Radar geguckt, aber. Das ging dann doch ein bisschen zu schnell. Fuck. Boah, ich sag doch, die sind so schwierig. Also ich finde das echt nicht einfach. Wir werden das noch ein paar Mal machen und auch irgendwann hinkriegen. Aber hier hat sich das jetzt leider schon mal erledigt. Jetzt müssen wir ja nur noch... Na komm schon. Nee, nicht aussteigen. Um Gottes Willen, einsteigen. Oh ja, die sind alle deutlich sauer auf uns. Oh mein Gott, das war nicht gut. Schade, ey. Fuck. Aber es ist, glaube ich, schon mal... Ja. Oh, dann geht die Sonne auf oder unter. Mist. Das ist natürlich jetzt ein bisschen problematisch. Hier sind wir gesucht. Da sind wir auch gesucht. Die gehören zusammen. Ja, die gehören nicht alle zusammen, sehe ich gerade, aber... Die meisten. So, wir haben halt 500 Credit Strafe. Es könnte sein, dass wir die einfach so wieder loskriegen. Dass wir da jetzt gar nichts weiter machen müssen. Oder auch nicht. Ich wollte gerne nochmal runter auf den Planeten. Dass wir vielleicht nochmal irgendwie eine Pflanze mitnehmen können. Ja, wenigstens was Produktives hier erledigt haben und nicht ganz umsonst hierher geflogen sind. Ja, das ging nach hinten los. Aber komplett. Gut, dass ich nicht geschossen habe. Oder jemand getötet habe. Also ich finde das spannend. Ich finde die Mission gut, dass die nicht so einfach sind, aber meine Güte. Das wird noch eine Herausforderung. Tja. Müssen wir mal gucken, wie ich jetzt meinen Namen erstmal wieder reinwaschen kann. Ich könnte das natürlich irgendwo bezahlen. Oder wir hauen einfach ab. Ja, weiß ich jetzt gar nicht, ob das hier irgendein Gebiet ist, in dem sich die biologischen Strukturen finden lassen. Wir können ja mal schauen. Manchmal ist es ja so, dass bei den kleinen Strafen, dass die dann nach so 10 Minuten oder so wandeln die sich dann um in irgendeine andere Strafe, die man einfach so bezahlen kann. Ich glaube, das war bei den 200 Credit Strafen so. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei den 500 Credit Strafen der Fall ist. Ach, guck mal, hier vorne ist sogar was Kleines. Na, das ist doch schön. Das nehmen wir direkt mal mit. Oh ja, nicht vergessen, dass wir in den Artemis-Anzug schlüpfen. Low-Gravity-Warning.
sind sogar mehrere. Okay, ja, dann nehmen wir die auf jeden Fall mal noch mit. Brauchen wir wieder 3 Proben. Vielleicht finden wir noch diese Bakterienpfützen. Zack. Was hatte neulich so viel gebracht? Dieses Aloe-Zeug irgendwie. Aloe Vera war es nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Also irgendwie 6 Millionen gegeben hat. Fronticolua Compestris. Amethyst, okay. Wir müssen wieder eine Weile fahren, um das nächste Scan zu können. Also. Ach nee, das ist nur ein Stein. Ich dachte, das wäre was anderes. Da links ist doch noch was. Vielleicht reicht schon. Nö. Ach, guck mal. Ah ja, das wäre so eine Pfütze, die hätte ich jetzt überhaupt nicht erkannt. Nur weil das hier so lila geschimmert hat. Okay. Dann müssen wir doch noch ein paar Meter fahren. Wenn man direkt beim Einsteigen in den Buggy, man kann dann schon Gas geben so ein bisschen, aber lenken geht noch nicht. Das dauert dann manchmal so eine Sekunde, bis die Lenkung aktiv ist. Deswegen bin ich gerade ausgefahren, statt wie ich eigentlich fordere, an der Pflanze vorbeizufahren. Jo, hier passt es wieder, wunderbar, Probe 2. Dann holen wir uns noch eine und dann fliegen wir irgendwo hin, wo wir die Probe noch abgeben können. Vielleicht sogar ein anderes System, dass wir uns hier erstmal nicht mehr blicken lassen. Das war jetzt nicht so eine schlimme Sache, die wir hier gemacht haben, aber ja, die eine oder andere Fraktion ist schon ein bisschen sauer auf uns, dass wir uns da erwischen lassen zumindest. Und gerade die Mission gilt dann eher als gescheitert, ne? Wenn ich die jetzt aufgebe. Dann haben wir, glaube ich, noch ein größeres Problem. Oh. Ja. Den kleinen Krater habe ich überhaupt nicht gesehen. Aber da sind noch mal Pflanzen, wunderbar. Dann haben wir die auch komplett. Das sind aber viele, meine Güte. Also ein bisschen an die früheren Brain Trees, die gibt es ja immer noch, die auch immer so zahlreich vertreten da aufgetaucht sind. Ja, spitze. Klar, wir gehen wieder oder wir fahren wieder zurück zum Raumschiff und dann düsen wir weg, ganz weit am besten, in irgendein anderes System. Ja, da muss ich erst noch üben, also da müssen wir zusammen reinkommen. Ich will es aber auch selber so ein bisschen lernen, also mir das selber aneignen. Ich habe mir auch vorgenommen, dass wir jetzt nicht, wenn wir irgendwas Spezielles mal brauchen oder was auch immer, eine der zahlreichen Internetseiten dafür nutze, sondern wirklich versuche alles über Spiel dann zu regeln und zu machen. Gibt ja mittlerweile auch im Spiel genügend Tools, wie man da an die Informationen rankommt für die Dinge, die man braucht. Tja, war nur so semi-erfolgreich. Ich glaube sogar, die Pflanzenprobe wird uns wahrscheinlich mehr Geld bringen, als die Mission uns gebracht hätte. Aber trotzdem, ich will die Mission auch mal abschließen. Ich finde die echt interessant, weil die wirklich, muss man schon ein bisschen taktisch vorgehen, dass man da nicht erwischt wird. Aber naja, ich würde jetzt mal behaupten, aus meiner Erfahrung heraus, von mir, dass wir 9 von 10 Aufträge
die irgendwas mit illegalen Sachen zu tun haben, wahrscheinlich nicht geschissen kriegen werden. Lantern Gear retracted. Ja, schöne Farbgebung, ne? Bisschen Smog-mäßig. Das sieht ganz cool aus. Und ja, dann fliegen wir einfach jetzt mal in ein anderes System. Komm, Baluva. Wie wär's denn damit? Das ist hier gleich um die Ecke. Da waren wir noch nicht. Ach, da ja, hip. Ja, genau, da sind wir ja gestartet hier unten, ne? Koviska? Ja, das hat nur wenig Einwohner, wenig Bevölkerung. Das hat Fire Plaza. Das klingt doch geil. 9000. Aber nicht viele Einwohner. Ach komm, was soll's. Können wir da direkt hinspringen? Jo. Na dann bin ich mal gespannt, was uns dort erwartet. Verabschieden wir uns hier mal aus dem System, von dem Planeten. Das sieht schon cool aus. Das gefällt mir jedes Mal aufs Neue. Gerade wenn der Schattenwurf so ein bisschen länger ist und der Stern nicht so weit über dem Horizont steht. So, weg sind wir. Jo. Auf in neue Gefilde, würde ich sagen. Das werden wir wahrscheinlich relativ häufig erleben. Deswegen möchte ich auch, wenn wir mal so was wie eine Heimatbasis haben, dass wir solche illegalen Missionen in anderen Nachbarsystemen erledigen und nicht in dem System, in dem wir uns dann gerade so ein bisschen niedergelassen haben. Ja, das war wohl nichts. Das System können wir knicken. 12,8 Millionen, das ist ein bisschen mehr los. Dann fliegen wir mal dorthin. Noch so ein bisschen außenrum, dass mich der Stern hier nicht einholt. Beziehungsweise aus dem Superkurs zieht. Jo, das passt. Latugara. Vielleicht schon unsere neue Heimat. Wir sind ja so ein bisschen eigenbrötlerisch hier unterwegs. Machen unser Ding. Die anderen können uns alle nichts sagen. Wir gehen hier unseren eigenen Weg. Oder wir fliegen unseren eigenen Weg. Wie ihr wollt, sucht euch raus. Mir egal. Treibstoffsammler haben wir noch nicht drin. Da hatten sie bloß einen ganz einfachen. Deswegen ist ja noch genügend Sprit da. Hier hätten wir einen Planet mit Atmosphäre. Hat der auch eine Station, auf der wir landen können? Also ich meine jetzt einen Raumhafen. Gibt's sogar. Flag Base. Jo, das klingt doch nach was. Ist nicht so weit entfernt. Gibt es auch 4 biologische Dinge. Na komm, wir fliegen dort mal hin. Das hört sich jetzt erstmal nicht so schlecht an. Sieht auch nicht so doof aus. Von Weitem zumindest. Und nee, ich cutte noch nicht. Ich möchte mich noch mal ein bisschen umschauen im System. Ein paar kleine Außenposten. Großen Carrier steht hier sogar rum. Was gibt es denn alles hier in dem Raumhafen? Oder in dem Boden, ist ja kein Raumhafen, ist ja eine Bodenstation, eine große. Militär! Oh, da könnten wir Glück haben, dass wir dort den Militärbuggy, den Scorpion, kaufen können. Warenlackiererei, Dienste, Werft, alles da, super. Andocken, andocken, das wäre gut. Ja. Auch abdocken wäre echt super. Mal gucken. Hier können wir uns aber nicht drauf verlassen. Hier ist es zwar auf der tagzugewandten Seite, die Station, aber das haut nicht immer hin. Also in seltensten Fällen stimmt das überein. Flag Base, ja. Gucken wir mal. Ah ja, können wir auch direkt scannen den Planeten. Stimmt. Das machen wir. Informieren Sie darüber, dass sich Ihr Ruf bei der Baluva Industries Fraktion auf neutral verschlechtert hat. Ja, okay, kann ja mal was schief gehen. Ja, direkt die Frage an euch, wie sieht's denn aus? Habt ihr schon immer mal diese Mission gemacht, die illegalen? Bestimmt einige von euch, aber auch erfolgreich. Das wäre die nächste Frage. Oh, komm schon, bleib auf der Seite, das wäre geil.
Es sieht ganz gut aus, das ist hier ganz unten am Zipfel. Aber da ist es noch hell. Oh, sehr schön. Hervorragend. So, ich packe erstmal unseren Scanner aus. Zack. Och komm, echt jetzt fehlt jetzt 1%. Nee, ist aber eigentlich. Naja, gut. Da haut gerade was nicht hin. Da fehlt nur ganz wenig, aber. Naja, gut. Jo, jetzt passt. Okay, Bakterien haben wir wieder. Oh, was ist denn Concha? Guck mal, da gibt es aber wenig Gebiete. Tubus? Tussock. Concha. Gibt sogar in der Nähe der Base. Ah ja. Na ja, können wir vielleicht direkt von der Base aus mal so eine kleine Spritztour dann machen mit dem Buggy. Und mal die... die Lebensform, die biologischen uns anschauen. Schalt mal den Detailscanner aus, dass wir dann auch die Atmosphäre sehen. Sonst, warum auch immer, verschwindet ja die Atmosphäre, wenn man den aktiviert hat. Beziehungsweise im Forschungsmodus ist. Wenn man rausgeht, verschwinden natürlich die Oberflächeninformationen, aber dann auch kommt die Atmosphäre wieder. Aber die ist ja ganz schön gelegen. Guck mal, ringsrum alles so bergig. Ah, schauen wir uns mal aus der Nähe an, würde ich sagen. Gefällt mir schon mal. Anflug ist ganz hübsch. Berge ringsrum ist ganz cool. Das könnte natürlich das Erkunden ein bisschen schwieriger machen, außer hier in diese Richtung. Da hinten rechts, links, also von hier aus gesehen, Norden, Osten, Westen macht keinen Sinn. Also ein bisschen in den Südosten, von hier aus gesehen, zu fahren und mal schauen, ob wir hier dann so ein bisschen irgendwas finden können. Dürfen wir landen? Jo, Landeplatz 2, wo ist er? Dort. Herrlicher Anflug, oder? So schön gelandet sind wir, glaube ich, noch nie in den 2 Folgen. Ach, wunderbar. Er macht auf jeden Fall schon mal Bock auf mehr, finde ich. Gefällt mir sehr, sehr gut gerade. Okay, gut, dann... wir fahren erstmal nach unten. Schauen uns hier in den lokalen Diensten mal um. Und gucken gleich mal in die Ausstattung rein, wegen dem SRV. Ach, guck mal hier. Ach, da können wir das einlösen. Ja, das machen wir. Und die Strafen auch direkt bezahlen. Oh, sehr gut. Wunderbar, dann sind wir die nämlich schon mal los. Und die Mission hat sich dann halt leider auch erledigt. Deswegen, also die hat sich nicht erledigt, die könnten wir noch machen. Wahrscheinlich könnten wir jetzt auch nochmal zurückfliegen und es nochmal versuchen. Habe ich aber keinen Bock drauf, wenn ich ehrlich bin. Deswegen gebe ich die jetzt einfach mal auf. Wir machen... ja, jetzt, das war mir klar. Jetzt haben wir die 50.000 Strafe. Kann ich die nicht hier auch direkt bezahlen? Nee, geht nicht. Muss ich nochmal rein? Shit. Naja, irgendwann können wir die bezahlen. Irgendwie war das... ich muss mal gucken, wie sich das... ach, guck mal hier, die Codex-Einträge. Den ein.
Das ist ja kein Kopfgeld, was wir haben. Ne? Das ist ja nur eine Strafe, die wir dann auch irgendwann bezahlen dürften. Macht nichts, kein Problem, bezahlen wir. Ja, unser... Haben wir doppelt Pech gehabt, ne? Eine illegale Mission annehmen, an sich nicht so wahnsinnig klug und die dann auch noch verkacken und dem Auftraggeber zum Schluss noch sagen, Pech gehabt, ich behalte den Scheiß, den du mir gegeben hast. Haben wir denn die Spyware jetzt noch dabei? Ja. Oh. Kann ich die nicht loswerden? Doch, warte mal. Man konnte doch. Na gut, zwischen Anzug, dann. Na gut. Könnten wir Sachen hin und her transportieren? Na, ich muss mal gucken, wie wir den Kram jetzt loswerden. Oh Mann, es geht schon wieder gut los. Erweiterte Wartung. Stellen wir mal komplett wieder her. Und jetzt gucken wir mal in die Ausstattung rein. Oh ja, den Scorpion gibt's. Nice. Oh, das ist ja fantastisch. Der hat dann halt leider den Scanner nicht dabei. Also diesen, mit dem wir in der letzten Folge die Geysire gescannt haben. Ey, da fällt mir was ein. Hätte ich nicht auch die Pflanzen mit dem Buggy scannen können, noch zusätzlich? Oder ist das dann mit der Sample-Probe vom Artemis-Anzug gleichzusetzen? Ey, müssen wir mal probieren, weiß ich nicht. Den kaufen wir uns, aber... Moment. Da würde ich vorher... Nee, das aktuelle, das verkaufen, das möchte ich nicht einlagern. Dann können wir nämlich in die zweite, dann haben wir beide dabei. So wollte ich das haben. Wir haben jetzt zwei einzelne Fahrzeugbuchten. Ich könnte auch einen Vierer-Slot nehmen für eine doppelte Fahrzeugbucht. Aber das passt. Das ist so voll in Ordnung. Ja, geil. Hier, der Akkumulativ-Repeater. Und den Akuleus-Werfer. Ein Datenlink-Scanner. Ja, doch, den hat er dabei. Ach so, den haben doch beide. Ich dachte, der hätte nochmal einen anderen. Doch, der hat auch zwei. Der normale, also der Standard-Buggy. Naja, wie dem auch sei. Dann können wir hier nochmal rumschauen. Im verbesserten Schildgenerator gibt es das vielleicht. Ein 3A. Der ist auch ein bisschen besser. Aber nur wenig. Oder? Warte mal. Diese Übersicht ist so zum Kotzen ein bisschen. Hier. 80, 130, 40, minus 20, 50. Ja doch, der ist schon ein bisschen besser. Komm, was soll's. Packen wir mal rein. Kostet viel Geld. Wir haben es. Wir müssen jetzt nicht unbedingt aufs Geld achten aktuell. Das passt schon. Gibt es denn nochmal einen besseren Frameshift-Antrieb? Den könnten wir noch auf 4A aufwerten. Gibt es aber leider nicht. Alles andere macht hier keinen Sinn. Kraftwerk. Haben wir ein 4B drin? Das passt eigentlich erstmal. Das würde ich erstmal so lassen. Schubdüsen. Oh ja. Vielleicht kriegen wir irgendwie die 7B-Schubdüsen in die kleine Cobra geprügelt. Das wird dann aber auch energietechnisch hier unten so ein bisschen... Es wird langsam wird's kritisch. Also, so wie ich Schub gebe, fliegt uns die Kiste auseinander. Oder schießt uns einmal quer durch Raum und Zeit. So viel Schub, wie dann für das kleine Schiff übrig ist. Ja. Schade. Aber die haben ja teilweise ordentliches Zeug, ne? Was gibt es noch? Die Lebenserhaltung. Können wir da vielleicht auf ein D oder auf ein 3A? Das macht nicht so viel, außer dass wir eine höhere Notfall-Lebenserhaltung haben. Ah ja, doch 3D. Ja. Mach ich mal. Das passt, das ist immer ein bisschen leichter. Energieverteilender Sensoren, das lasse ich jetzt einfach mal so. Werkzeugsteckplätze gibt es nichts Besseres, das wisst ihr selber. Ja, die Teile lassen wir auch mal so. Und der Rest passt erstmal, ne? Jo.
Haben wir uns erstmal schön die Zeit vertrieben. Und dann steigen wir aus und geben wir auf jeden Fall mal noch die Probe ab. Und ich glaube, wir müssten mit der Aufnahme jetzt von der Zeit her ungefähr vielleicht bei 1,5 Stunden sein. Wieder die Uhr nicht laufen, war ja typisch. Aber das ist so eh die Zeit, die ich mir vorgenommen hatte. Irgendwas, die Folgenlänge zwischen 1,5 und 2 Stunden. So in der Dreh irgendwie. Wenn es mal ein bisschen mehr ist, ist nicht schlimm. Falls es mal weniger sein sollte, nehmt es mir nicht übel. Aber so in der Dreh hatte ich das vor. So. Ja. Gut, die ersten beiden Missionen haben wir erfolgreich erledigt. War auch nicht so schwer. Aber die illegale Mission, die bauen schon ganz schön Spannung auf. Also ich war dann schon sehr konzentriert dabei, bis auf den Moment, in dem dann alles schief lief. Aber sonst, bis dahin war es echt gut, ne? Wenn Sie nicht ängstlich sind. So, dann gehen wir direkt mal hier rüber. Hallo, schönen guten Tag. Ich bin Exobiologe und habe einiges an Daten für Sie. Einiges. Mal sehen, was wir also heute zu bieten haben. Eine Million, exakt. Herzlichen Dank. Danke, dass Sie unserer Forschung weitergeholfen haben. Ach, kein Problem, dafür bin ich da. Ich war schon überall. Also hier und 2 andere Systeme. So, wunderbar. Ach, guckt euch das an. Haben Sie schon mal was Illegales gemacht? Nein, noch nie. Ja, ich komme eventuell drauf zurück. Aktuell habe ich davon gerade noch ganz kurz die Nase voll. Aber das ist doch hier hübsch. Flagbase. Könnte mir gefallen. Wir gucken gleich mal rüber in die Ausstattung. Vielleicht gibt es da was Interessantes für uns. Anzubieten? Ja, pass mal auf. Und zwar... Wenn Sie die Waren haben, habe ich Credits für Sie. Kann ich hier das Illegale verkaufen? Nee, geht nicht, ne? Da müssen wir mal schauen, wie wir das loswerden oder was wir damit veranstalten. Irgendwie müssen wir es ja... Vielleicht verschwindet das auch nach einer Zeit von alleine. Hier, damit kann man dann auch später mal handeln, so ein bisschen hin und her handeln, wie der Materialientausch bei den Daten, bei den Rohmaterialien und bei den gefertigten Sachen. Für die anderen Ingenieure zum Beispiel. Also gut, verschwenden Sie nur weiter meine Zeit. Oh mein, also, die sind aber alle sehr freundlich hier, wirklich. Mann. Egal was Sie suchen, schauen Sie sich gern um. Wenn Ihnen was gefällt, sagen Sie es mir. Na, das klingt doch schon besser. Bevorraten ist immer eine gute Idee. Die haben leider auch keine E-Breach. Da müssen wir mal ein anderes System, wenn wir mal Glück haben, irgendwo was abgreifen. Oh, Waffen. 7 Stück verfügbar. Das sieht sehr gut aus. Mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, dass hier eine verbesserte Waffe schon dabei ist. Ja. Manticore Tormentor. Ist das die Knarre, die da die Dame vorhin in der Hand hatte? Nee, das ist ja eine andere, ne? Schadensart Plasma, Qualität 2, Modifikationsslot frei, nicht besetzt, manchmal sind die besetzt oder schon vergeben mit schönen oder auch mal unschönen Modifikationen. Also es gibt keine negativen Modifikationen, es gibt nur welche, die mehr sinnvoll sind und andere weniger sinnvoll. Ich wollte jetzt nicht sagen, dass da manchmal schlechte drin sind, die einem nichts bringen. Bringen schon alle irgendwo was, aber je nach Anwendungsbereich kann das mal mehr und mal weniger nützlich sein. Was haben wir noch? Das ist die in Qualität 1. Da können wir ja direkt mal vergleichen. Schaden 7,5. Feuerrate 1,7. Schaden 9,8. Okay. Hat sich bei den anderen was verändert? Clipgröße 6. 2x0,15. Ne, das passt. Und bei den anderen drei... Nee, hat sich, glaube ich, nichts verändert. Also hier bei Präzision, Stabilität, Handhabung. Das hier... Ist das das Präzisionsgewehr? Die ist ganz geil, eine Manticore Oppressor. Also schick sehen die Waffen aus.
Ah ja, genau. Das ist das Ferndistanz-Plasma-Gewehr und die Plasma-Schrotflinte. Halt, muss mal kurz mit der Maus ran. Wollte die mal drehen. Ich finde, also das Plasma-Gewehr gefällt mir echt gut. Auch die Schrotflinten sind super. Aber ich im Großen und Ganzen bin ich nicht unbedingt der Schrotflinten-Freund. Auch in anderen Spielen irgendwie. Mit der Reichweite vom Executioner können Sie Ihr Ziel ausschalten, bevor es Sie überhaupt sieht. Oh ja. Und Raumanzüge sind 4 verfügbar. Guck mal, der Maverick-Anzug in Stufe 2. Der hat eine deutlich bessere Schildstärke um 3 Punkte. Eine Schildregenerationsrate. Sogar besser als der Dominator, guck mal. Ach, Güterkapazität 15. Ah ja, guck mal, da steht es. Güterkapazität 15, Materialien 30 und Daten 10, sowas. Ach, der ist ja cool. Oh, komm, wir haben Geld. Wenn wir es haben, geben wir es auf. Wir müssen gerade auf nichts irgendwie sparen oder so. Aber schneiden Sie sich bloß nicht mit dem Arc-Cutter, während Sie die extra Tragekapazität ausnutzen. Ja, das, da sagen Sie was. Das fehlt mir heute noch mit dem Arc-Cutter. Viel Glück. Den Arm gecuttet. Danke. Ja, cool. Haben wir eine neue Waffe und einen verbesserten Raumanzug. Spitze. So. Dann könnten wir den auch... Ich kann jetzt aber nicht in den Maverick-Anzug reingehen und hier... Ich könnte ihn nur löschen und oder halt eine neue Konfiguration mit dem Zweier machen. Machen wir mal. Und zwar Maverick 2. Man kann ja auch mehrere Anzüge haben und andere Konfigurationen damit einfach machen. Ist ja auch überhaupt kein Problem, ne? Pass mal auf, dann rüsten wir mal hier das Scharfschützen-Plasma-Gewehr aus. Und dann die kleine Karma P15. So, kann ich den Fluganzug, kann ich die Konfiguration löschen, weil den brauchen wir gar nicht. Ja, super, dann haben wir nur die 3 drin. Maverick, Artemis, Dominator-Anzug. Spitze. Und wir sind hier sogar im lokalen Ruf schon relativ hoch. Warum eigentlich? Wegen der Daten, die ich abgegeben habe? Oder haben wir eine der anderen Missionen, die wir schon erledigt haben, für eine der Fraktionen hier erledigt? Ah ja, warte mal. Ich wollte ja hier nochmal. Halt, Moment. Ja, Steuerung. So. Ja gut, die andere Strafe, irgendwie werden wir die schon los. Das ist jetzt hier vor Ort erstmal nicht von Relevanz, Gott sei Dank. Okay. Tja, wir könnten noch mal eine kleine Runde mit dem Buggy drehen, direkt hier aus der Bucht raus. Müssen wir nicht abheben, sondern fahren direkt los, das geht auch. Wissen vielleicht manche gar nicht von den neueren Spielern, das ist gut möglich. Machen wir jetzt aber einfach mal. Zack. Ja, hat sich doch gelohnt, ne? Schön Geld eingenommen, die 1 Million direkt wieder ausgegeben für Waffe, neuen Anzug. Keine schlechte Sache, würde ich sagen. Das war ganz gut. Und das finde ich immer so geil bei den Bodenstationen, wenn du hier in den Hangar runterfährst. Ich sprint mal kurz hier vor. Das hier... Hat jemand das Licht angelassen? Na toll, da ist die Batterie wieder leer. Klasse. Dass das so in den Fels gehauen ist. Das hat mir schon immer gefallen. Das gab es ja auch schon bei den anderen. Also es gab es ja auch schon vor Odyssey, aber das gefällt mir mal ganz gut. Da müssen wir erstmal rein, um wieder rauszukommen. Und zwar... Moment, das geht jetzt gerade nur hier rüber. Komm, wir nehmen den Skorpion einfach mal. Machen wir direkt auch mit einer Testfahrt. Stimmt, den haben wir nämlich auch noch gekauft. Kaufen. So, ja, jedenfalls, die, die es nicht wissen, das geht. Man kann direkt von den Bodenstationen, egal welche, mit dem Buggy raus. Das ist kein Problem. Wenn man dann später allerdings wieder rein will, muss man
nochmal eine Landeerlaubnis anfordern. Dann wird einem auch angezeigt, wo man mit dem Buggy wieder zurück in die Bucht fahren kann. Das sollte man jetzt nicht ohne Landeerlaubnis machen. Und ich glaube, wir müssten... Wir können ja auch die Waffen nachher mal testen. Da müssen wir aber erst noch ein Stückchen rausfahren. Also das steuert sich schon deutlich mehr auf Schienen. Also man das Fahren als der normale. Ich weiß gar nicht, ist der hier schneller? Wie schnell sind wir denn aktuell mit dem? Ah ja, da rechts unten. Ja, Moment. So 30 Meter pro Sekunde. So, wir müssen noch deutlich weiterfahren, damit wir das mit den Waffen dann mal probieren können. Schalt mal so lange in den Analysemodus, dass ich hier nicht aus Versehen was abfeuere, sonst geht's uns echt an Kragen. Es könnte sein, dass das große Geschütz, an dem wir gerade rechts vorbeigefahren sind, also was rechts von uns stand, sich uns zuwendet und ja, in der nächsten Sekunde direkt zu Staub zerschießt. Ich weiß halt nicht, ich kann mir vorstellen, hier gibt es ja vier verschiedene Arten von biologischen Dingen, dass wir für die erstmal eine ganze Weile theoretisch rausfahren müssten. Also ich fahre jetzt hier keine halbe Stunde mit euch noch über den Planeten, keine Sorge. Ich weiß nicht, wie groß da die Schutzzone ist um die Siedlungen drumherum, bevor dann die Pflanzen beginnen können. Ne? Es kann auch sein, dass das jetzt einfach kein Gebiet ist, in dem sich irgendeine der Pflanzen aufhält, die es hier so gibt. Oder die Bakterien. Das ist möglich. Oh ja, der Boost ist natürlich, ne? Also der vertikale Boost ist deutlich geringer als beim normalen SRW. Aber die Aussicht ist schon fantastisch, die wir hier haben. Hört sich auch gut an, ne? Und steuert sich gut. Der rutscht bei Weitem nicht so. Also wenn ich den hier so rechts und links ziehe, der verrutscht nicht. Das ist ein bisschen wie so ein Ticken wie so ein Formel 1 Wagen. Bisschen langsamer. Dafür auf einem fremden Planeten. Das ist gar nicht so verkehrt. Reifenwahl ist, glaube ich, ja auch eher so regenreifenmäßig. Oder Offroad. Offroad trifft es, glaube ich, besser. Wir schauen uns die Kiste gleich mal von außen an. Sieht auch ein bisschen schnittiger aus als der andere. Ja, bis hierhin ist noch nichts, ne? Vor allem, der bremst auch sehr schnell. Ich jetzt mal Vollschub gebe. Ich lasse mal los. Guck mal, wie schnell der zum Stehen kommt. Wir sind nicht so schnell, aber trotzdem. Der bremst schon sehr, sehr zügig ab. Und wir müssten doch eigentlich, sind wir schon aus der Waffenzone raus? Normalerweise kommt da eine Mitteilung, habe ich jetzt nicht mitbekommen. Wie weit sind wir weg von der Base? 4 Kilometer. Nee, da müssen wir noch weiter weg. Das ist wahrscheinlich wie die Luftschutzzone. So als Kuppel oder als Kugel gerechnet um den Hafen drumherum. Um der Station drumherum. So irgendwie 7 Kilometer, 7, 8, 9, 10 Kilometer, irgendwas in der Richtung. Ich sehe jetzt bisher auch hier keine Pflanzen. Ja, ein paar von denen waren ja so ein bisschen spezieller in nur so kleineren Gebieten zu sehen, zumindest beim Anflug. Kann auch sein, dass die mal woanders auftauchen. Also, oh doch, da ist was, oder? Ja, guck mal. Kleine Weihnachtsbäume. Nee, doch nur Gras. Aber cool. Oh, da hinten steht noch mehr. Oh, was nehmen wir jetzt mit? Die kleinen Teile? Warte, oder B? Da drüben, das sieht aus wie Röhren. Diese, ach, wie heißen sie? Nicht Tussock, sondern hier diese... Mann, keine Ahnung, bin kein... Wir sind natürlich Exobiologe, aber bin kein guter Exobiologe. Oh, die gefallen mir besser. Wow, sehr schön. Dann nehmen wir die erstmal mit, müssen dafür natürlich wieder in den Artemis-Anzug. Da ist er. Ach, der holt jetzt noch die Animation vom letzten Mal nach. Sehr schön. Er sieht cool aus, gefällt mir echt gut, haben sie schön gemacht. Aber warum nicht noch ein
ein Buggy für naja, den neuen Exobiologenberuf oder Zweig. Irgendwas in der Richtung, aber von anderen Buggys, wie gesagt. Lasst uns nicht mit Dingen aufhalten, die sein könnten, sondern wie sie sind. Und das, denke, da haben wir genug mit zu tun. Ja, dann nehmen wir die mal mit und schauen uns mal an, was wir hier haben. Tubus, genau, die meinte ich. Komm, Buggybus. Weinrot. Da hinten ist nochmal so ein Stängel. Ne, da laufe ich nicht hin. Das sieht erstmal immer nicht so weit aus, aber wenn man dann läuft, dann merkt man, es ist doch weit. Da fahren wir hin. Wo waren das jetzt? Da drüben. Er kommt ein bisschen langsamer aus dem Knick, aber ist so, so viel stabiler. Ah ja, genau. Warte mal. Wir haben auch... Ach doch, hier. Die beiden meinte ich. Den Zusammensetzungsscanner. Ach Gott. Wie ändere ich denn die Feuergruppe im SRV? So. Codex 2500, sehr schön. Moment. Und dann gucken wir mal, ob das schon von der Entfernung her reicht. Ich bezweifle es ein bisschen, dass das schon reicht. Jo, das reicht noch nicht. Da müssen wir noch ein paar Meter weiterfahren. Aber cool, dass wir direkt doch noch zwei gefunden haben. Hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Dachte, wir müssen viel, viel weiterfahren. Dass uns da mal was über den Weg läuft. Hier oben auf dem Hang. Jetzt wieder das andere Gras. Ach, hier unten auch. Naja, ich habe vergessen, dass wir hier keinen Boost haben. Also nur wenig. Da ist ein Stängel. Geradezu. Ihr seht es wahrscheinlich noch gar nicht davon. Aber mein geschultes Auge. Ich habe ja Exobiologie studiert. In Sol. Auf dem Titan. Und deswegen kenne ich mich einfach aus. Ja, das hier ist Tubus sowieso. Weinrot. Gucken, das müsste jetzt reichen. Das reicht immer noch nicht. Ich gehe kaputt. Wie weit sind wir denn von der anderen Probe entfernt? Das möchte ich jetzt mal wissen. Ja, 500 Meter. Okay, das ist gar nicht so weit. Hätte gedacht, wir sind schon ein bisschen weiter entfernt. Ja, das macht überhaupt gar nichts. Mein Gespür sagt, dass da hinten noch mehr sind. Hier ist noch ein Stängel. Da vorne ist noch ein anderer, dann nehmen wir den. Das könnte dann eventuell schon reichen. Das Problem ist so ein bisschen, das ist kein Problem, aber man sieht im Buggy, glaube ich, nicht die Entfernung von dem anderen, von der anderen Probe. Da oben auf dem Radar. Nee, da wird nichts angezeigt. Im Rollen rausgehechtet. Der Buggy hat sich noch bewegt. Normalerweise geht es nicht, dass man da rauskommt. Ah ja, guck mal, das funktioniert. Sehr gut. Zack. Jetzt bräuchten wir nur noch den dritten und da könnten wir theoretisch zurückfahren. Auf dem Rückweg die kleinen Gräser mitnehmen, da hätten wir nämlich zwei. Wie ist denn das, wenn man im... Oh Gott, jetzt muss ich überlegen, wie heißt... Es heißt nicht mehr Bing mittlerweile. Ich meine nicht Multicrew. Oder wenn jemand eine Funktion in dem Schiff von einem anderen übernimmt, sondern im Wing. Da hat es ja dann immer funktioniert. Da vorne ist so ein Stängel ein Stückchen weiter hin. Das müsste von der Entfernung erreichen. Wenn man im Wing unterwegs ist und man hat ja dann, ist ja dann zu zweit und jeder scannt eine andere Spezies an. Na hier, Kram. Und das ist der Fachausdruck. Und man gibt das dann später ab, zählt das dann auch für den anderen oder bekommt der andere, wenn man dann im Wing ist, den Scan mit
gut geschrieben. Weiß das jemand zufällig? Kennt doch aus. Ich weiß doch, da ist immer, es gibt mindestens immer einen, der weiß genau Bescheid. Und das ist ja das Großartige, dass bei den unendlich vielen Teilbereichen, es gibt immer irgendwelche Leute, die kennen sich aus. So, das ist doch schon mal schön. Auch so echt ein geiles System. Ne? Der Stern, da siehst du dann die anderen Planeten, die hier noch dazugehören, die hier schön in der Reihe liegen. Die gehören hiermit zum System. Der Hauptplanet, der Gasriese mit einem schönen Ringsystem. Hier unser kleiner Mond, der ist riesig, aber im Verhältnis zu den anderen Himmelskörpern dann doch schon eher winzig. Haben wir auch ein geiles Profil, ne? Jo. Ja, geil. Dann würde ich sagen, hat es jetzt funktioniert? Ja, ne? Ja, doch, hat er gerade gemacht. Ich habe gerade drüber gequatscht, genau. In der Zeit hat er die Animation gebracht. So, und jetzt gucken wir nochmal. Davon sind wieder die Gräser. Ja, dann würde ich sagen, fahren wir dann auf dem Rückweg jetzt wieder alle Gräser ab. Docken wieder an, geben die beiden Sachen ab. Und dann, hervorragend, haben wir nochmal zwei Dinge von der Exobiologie eingesammelt. Okay, was haben wir hier? Mein Kennerblick sagt mir, dass das ist irgendwie Tussock Ignis Grün. Ja, das habe ich mir gedacht. Da rechts ist wieder ein Feld. Ja, das wird vielleicht noch nicht reichen. Könnte sein. Ich glaube, bei den Gräsern muss man nicht so weit weg, aber wir fahren einfach mal weiter. Es sind ja noch genügend. Müssen noch genügend kommen. Davon sind wieder welche. Das müsste reichen. So. Ja, wunderbar. Könnt ihr euch noch an die erste Alpha erinnern? Da war dieses Spielchen, was wir jetzt einfach nur, das musst du jetzt einfach nur gedrückt halten, musste man vorher per Minispiel diesen Kreis im richtigen Moment anhalten. Und das hat sich so schnell gedreht. Also ich würde behaupten, ich bin nicht schlecht in solchen Dingen, aber das war teilweise echt eine Zumutung. Das haben sie dann aber Gott sei Dank echt schnell geändert. Und so wie es jetzt ist, ist es eigentlich vollkommen in Ordnung, finde ich. Das passt schon. Auch, dass man drei Proben braucht, ist jetzt nicht so verkehrt. Gerade weil der Gewinn, den man daraus erzielen kann, der ist ja echt nicht ohne. Ne? Also das ist wahnsinnig viel Geld. Für eine Million Credits musste man ganz zu Anfang, als das Spiel rauskam, weiß ich nicht, wahrscheinlich, keine Ahnung, 10 Stunden handeln oder so. Das hat ewig gedauert. Gerade wenn du noch keine großen Schiffe hattest, ne? Das war echt zeitintensiv. Ja, spitze, ey, jetzt haben wir dann alles. Dann fahren wir zurück, docken an. Könnte ich doch theoretisch schon, wir sind nah genug dran. Genau. Jetzt wird uns der Hangar angezeigt, links unten in diesem kleinen Navigationsball, links vom Radar. Also links unten von dem Radar. Sehr gut. Kleine Drehung, macht nichts. Nach dem müssen wir uns dann jetzt richten, um die richtige Andockbucht zu finden. Ich fände es irgendwie ganz geil, wenn es so ein Parkhaus geben würde. Dass wenn du halt mit deinem Buggy startest oder mit dem SRV, musst du aus so einem Parkhaus rausfahren, wo halt ein Haufen von den Dingern einfach rumstehen und einer davon ist dann halt deiner. Ja, das fände ich ganz lustig. Gibt's aber nicht. Schade. Ja, Waffen haben wir jetzt noch nicht getestet, das brauchen wir später dann mal, nächste Folge höchstwahrscheinlich. Dass wir dann eben mal irgendwo wieder landen, wo wir das machen können.
Aber es hat sich auf jeden Fall nochmal gelohnt, dass wir dann nochmal losgefahren sind, die zwei Sachen eingesammelt haben. Aber ich glaube, der ist wirklich nicht ganz so schnell. Ich habe es jetzt echt nicht auf dem Schirm, wie schnell der andere fährt, aber ich bin der Meinung, der fährt nochmal 10 Meter die Sekunde mehr. Also, wir müssen da links hin nicht verwirren lassen. Das blaue Dreieck mit den vier Kanten. Das blaue Viereck. Das zeigt den. Da müssen wir unser Schiff anzeigen, ja, genau. Aufgepasst. Ich nehme es aber mal die Basis an sich als Navi-Punkt und dann gucken wir, wo wir jetzt rein müssen. Au! Nicht da hingeblieben. Ja, okay, das habe ich kommen sehen. Okay, kommen sehen. Aber trotzdem das Beste gehofft, dass wir irgendwie drüber kommen. Guck mal, das ist der offizielle Eingang, dann nehmen wir den auch. Ist hier Linksverkehr oder was? Ja, nicht wirklich. Ist das ein Landepad? Ich glaube, das wäre ein Landepad gewesen, deswegen fahre ich da jetzt nicht hoch. Wenn wir da nämlich nicht schnell genug dann wegkommen, gibt es eine Strafe. Und Strafen haben wir heute schon genügend kassiert. Naja, hier müssen wir schon rein. Sehr gut. Jo, dann können wir wieder einsteigen, um wieder dann auszusteigen. Und die beiden Dinge noch abgeben. Sehr gut. Halt. Da hinten. Das geht bei den kleinen und mittleren Schiffen immer noch, dass du vom Schiff dann hier in den Hub reinkommst. Bei den großen Schiffen kann das, je nachdem, wenn der Zugang auf der Seite ist oder an der Seite des Schiffes, dann geht das auch noch. Aber wenn du dann einmal komplett vom Schiff von vorne nach hinten zum Hub laufen musst, dann ist das ein ganz schöner Fußmarsch jedes Mal. So, jetzt bin ich. Sind Sie dabei? Ja, klären wir nächste Folge. Da komme ich nochmal drauf zurück. Willkommen. Ich nehme an, dass Sie bieten. Mal sehen, was Sie uns heute zu bieten haben. 9 Millionen! Gott, das sind nur zwei Dinge, die ich gescannt habe. Alter Schwede, was? Ich mache das echt nicht mit Absicht, ne? Ich weiß meine Worte aus der ersten Folge. Ich bin nicht dem Geld hinterher. Was soll ich machen? Die schmeißen es mir ja förmlich in den Rachen. Das gibt's ja nicht. 7,8 Millionen. Wow. Eine Tubusart mit schmalen, hellen Segmenten und dazwischen sprießenden Wedeln. Unter der breiten Blätterkrone verbergen sich die Sporenkapseln, die sich weit verteilen können. Ha. Ja, vielen Dank. Ich danke Ihnen für Ihren Beitrag. Das ist echt, also das ist brutal. Die Auszahlung dafür, unglaublich. Gut, ja, ich würde sagen, dann haben wir es für heute wieder. Waren wir erfolgreich, haben wir einiges geschafft. Und mit dem wunderschönen Ausblick lasse ich euch dann mal alleine und verabschiede euch. Bedanke mich fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.